Gotha rühmt sich ja, die Stadt des sauberen Wassers zu sein. Und Gotha war auch eine Stadt der vielen Mühlen. Es gibt nicht mehr allzu viele. Eine, die wahrscheinlich die wenigsten kennen, ist die Sundhäuser Mühle. Die befindet sich am westlichsten Teil, Ortsausgang von Sundhausen an der Trügleber Straße. Wir sind heute hier, weil es ein kleines Jubiläum gibt. Vor 25 Jahren hat die ganze Geschichte angefangen. Wir fragen jetzt Carsten Görlitz, den Eigentümer, wie es dazu gekommen ist, dass die Sundhäuser Mühle hinter uns jetzt doch wieder klappert. Man muss genau hingucken, da steht nämlich Görlitz und da drücke ich jetzt und dann schauen wir mal. Mein lieber Thomas, hast du gesehen, die haben sogar ihr eigenes Logo mit hier an der Klingel dran. Hallo. Sesam, öffne dich und da ist unser Gastgeber heute. Hallo, Herr Görlitz. Guten Tag. Ich gebe Ihnen mal den Ellbogen. Genau, Corona. Grüße sich, genau. Schön, dass Sie da sind. Ja. Es war eine überraschende Idee, das zu machen. Eigentlich waren wir schon mal vor 2 Jahren fast dabei. Mhm. Aber jetzt haben wir ja einen richtigen Grund. 1995 hat ja alles angefangen und Sie erzählen uns bitte, warum. Ja, 95 angefangen ist ein guter Stichpunkt. Kommen Sie mit. Ich führe Sie einfach mal rein ins Reich. Ne? Weil viele sehen ja immer nur die verschlossene Tür und heute haben wir mal die Möglichkeit, so ein bisschen zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Ne? Nach Ihnen. Jo. Ja, das ist jetzt geworden. Ne? Und wenn wir mal durchgehen, hören wir es ja schon. Das Geräusch, worum es heute eigentlich geht, ja. Weil es war ja immer eine Mühle bis in die 60er Jahre hinein. Und als wir das dann gekauft haben, haben wir gesagt, irgendwann soll wieder das Original oder irgendwann soll wieder ein Wasserrad da sein. Aber mal ganz ehrlich, wie kommt man auf so eine Schnapsidee, in 6000 Quadratmeter Grundstück zu kaufen, auf dem kein Stein mehr aufeinander eigentlich steht, und zu sagen, okay, das ist es jetzt. Jung, dynamisch. Würde ich sagen, erfolglos. Angenommen, Ihnen hätte 95 jemand gesagt, dass Sie mindestens ein Jahrzehnt brauchen, bis das alles getan ist. Hätten Sie es dann trotzdem gemacht? Damals schon, ja. Heute sagt man natürlich, heute würden wir es nicht mehr schaffen, weil wir sind ja älter geworden. Ja. Aber wenn man das jetzt so sieht, ist es schon wirklich schön. Also eigentlich ist das doch eine Geschichte, da muss man doch ein klassischer Bauhandwerker sein oder sowas. Sind Sie es? Nein, gar nicht. Also ich konnte damals eigentlich gar nichts, was Handwerk anging. Aber man muss auch gut delegieren können und gut organisieren. Und das habe ich ganz gut hingekriegt. Freunde, Bekannte, Familie, ohne die hätte es nicht funktioniert. Kann man sich das mal so ungefähr in einen Zeitrahmen vorstellen? Wie viele Arbeitsstunden stecken hier drin im Grundstück? Jedes Wochenende von 95 bis Anfang 98 und später ging es noch weiter. Dann natürlich ein bisschen weniger als dann schon die ersten Gebäude standen, aber Arbeit hat man hier immer. Das hört eigentlich nie auf. Als Sie es gekauft haben, war ja eigentlich klar, dass das früher mal eine Mühle war. Und ja. Sie haben ja auch gesagt, als Sie hier das erste Mal gesehen haben, hat man ja die ganzen Reste gesehen. War es denn von vornherein für Sie klar, dass Sie wieder zum Beispiel ein Mühlrad dann haben wollten? Wir wollten es. Wir haben immer gesagt, so als Traum, wenn wir mal in Rente gehen und genügend angespart haben, dann soll es wieder dran sein. Bevor Sie mir die Geschichte erzählen mit dem Mühlrad, weil das ist ja erst, glaube ich, 2017 oder so in Betrieb gegangen. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, Gotha ist ja die Stadt des sauberen Wassers und der Leinerkanal spielt da eine Rolle. Wir sind jetzt aber hier nicht am Leinerkanal, sondern das ist der Mühlgraben. Das ist der Mühlgraben. Wo kommt der her? Der Mühlgraben kommt natürlich aus der Leiner. Ja? Also das Wasser kommt natürlich aus der Leiner. Soweit ich mich entsinne, ist das noch ein Stückchen weiter hinten. Und wenn man ganz nach hinten schaut, in der Baumgruppe, dort gibt es ein Abschlagswehr, wo der Original-Leinerkanal so eine Kurve dreht. Und früher, als der Mühlgraben noch nicht gegraben worden ist sozusagen, ging das Wasser dann halt unten lang, ja, im Original-Leiner-Kanal. Und erst später, als man den Mühlgraben gegraben hat, ist das Wasser dann direkt zur Mühle geführt worden, sodass man geschichtlich davon ausgeht, dass man hier so 1714 mit der Bau der Mühle fertig war. Da streitet sich die Literatur noch so ein bisschen, in welchem Jahr konkret. Wir haben 1714 einfach aufs Logo unsere Mühle gepackt, einfach weil die Konzession vom Herzog das Ausschlaggebende war dafür, dass wir das Wasserrecht wieder bekommen haben. Weil sonst hätten wir das Wasserrad gar nicht bauen können, weil wir diese alte Urkunde nicht hatten. Obwohl es eigentlich immer klar war. Aber die Urkunde war nicht da. Das ist ein schönes Stichwort. Das war nämlich die Sache im Vorfeld, als ich es recherchiert habe, um mich mal so ein bisschen mit dem Thema zu befassen, bin ich natürlich über diese Geschichte dann gestolpert, dass also ein herzogliches Edikt von 1714 Ihnen die Baugenehmigung garantiert hat. Genau. Das ist doch nicht zu glauben, oder? Und damit habe ich das dauerhafte Wasserrecht wieder zurück. Weil neues Wasserrecht beantragen, das kann man wieder entziehen, das hätte ich dann nicht mehr getragen. Was bedeutet Wasserrecht? Wasserrecht bedeutet in Deutschland nichts anderes, wie dass das Wasser über das Rad laufen darf. Also das heißt, das wäre sonst illegal, wenn Sie jetzt Strom erzeugen würden ohne dieses Wasserrecht? Genau. Ich hätte das Wasserrad dranbauen können, aber das Wasser hätte nicht über das Wasserrad laufen dürfen. Aber das wollten Sie unbedingt. Ja, sonst macht es ja keinen Sinn.
dreht sich ja nicht. Da naja, muss ich einen Hamster reinstecken. Oder? Na gut, nee, aber das wäre ja zumindest die Variante gewesen, dass man sagt, hier war mal eine Mühle und wir haben zwar ein Wasserrad. Nein, das wäre ja blöd. Aber das war das gleich blöd. Die Idee gewesen, das zur Stromerzeugung ja, zu nutzen? Schon. Ja, schon. Gerade wegen Fukushima war ja auch so eine Motivation, grüner Strom. Wie jetzt wegen Fukushima? Ja, Fukushima 2011. Und da haben wir gesagt, warum lass es uns doch jetzt probieren, grünen Strom herzustellen. Das war eigentlich so der Gedanke, wenn man jetzt die Genehmigung nicht erteilt, wann dann? Weil der grüne Strom ist der saubere Strom, weg vom Atomstrom. Und ja, hat trotzdem ein bisschen länger gedauert mit der Genehmigung. Ich wollte gerade sagen, 2011 bis 2017. Na gut, bis wir eingereicht haben, ja. Das war dann später. Aber 3 Jahre haben wir tatsächlich gebraucht von der Antragstellung bis zur tatsächlichen Genehmigung. Also mich würde ja mal interessieren bei der ganzen Sache, also zwischen 95 und 98 das Bauen des Wohnhauses allen drum und dran, das kann man ja mit Familienhilfe machen. Aber ein Wasserrad baut man doch nicht mit einem freundlichen Nachbarn. Nein. Wir hatten das gemacht. Nein, natürlich nicht. Also es hat natürlich angefangen, dass man erstmal die ganzen Fundamente gründen musste, um zum Beispiel Getriebe und Generator dann auch zu installieren und die Welle. Ja? Und das Wasserrad an sich hat eine Firma aus dem Erzgebirge gebaut. Wie sind Sie auf die gekommen? Ja, durch Recherche im Internet und durch eine Empfehlung auch. Ne? Ganz komisch, meine Eltern waren mal im Urlaub in Ungarn und haben eben mit Menschen gesprochen, die aus dem Ort kamen und haben gesagt, ja, bei uns gibt es einen, der baut Wasserräder. Und das war dann nochmal die Motivation, ihn anzurufen. Und wir wollten eben kein komplettes Wasserrad aus Stahl, was auch logistisch schwer funktioniert hätte, weil welcher Kran hebt das? Über das ganze Grundstück drüber. Wir wollten auch das alte Holz erhalten, ne? Weil so war es ja früher auch, ne? Mit Holz, Eiche, Stall. Und genau so ist es geworden. Und es wurde dann vor Ort Stück für Stück zusammengebaut, die Einzelteile, ja, bis es dann fertig war. Und 2017 haben wir es dann eingeweiht mit einer kleinen, großen Feier. Und seitdem ja, klauert es so vor sich hin. Mal mit weniger Wasser, mal mit mehr Wasser. Wir hatten ja trockene Tage jetzt und das meiste Wasser kommt ja auch nicht aus dem Leinerkanal, sondern aus dem viel später gebauten Flusskran. Ja, bei der Leinerkanal ist er 1369 fertiggestellt worden und der Herzog hat gesagt, um die Stadt Gotha noch weiter zu industrialisieren, brauchen wir mehr Wasser, Flößen. Ja, und deshalb hat er 1600 Schieflichtor dann den Flößgraben von Georgenthal, bis wir dort sind. Morgenteil hinter dem Hammerteich geht das los, kann man schön auch wandern und sich das so ein bisschen anschauen. Und da wurde viel mehr Wasser nach Gotha gebracht durch den Flößgraben und somit konnte auch die Mühle viel mehr leisten. Also ich glaube schon, dass Sie ein ziemlicher Fuchs sind, weil wenn man heutzutage sich die Stromrechnung anguckt, dann kann man glaube ich ganz gut verstehen, dass Sie sich Ihren eigenen Strom erzeugen. Wie groß ist das Wasserrad und wie viel Leistung bringt das? Ja, wir haben einen Durchmesser von 2,75 und 2 Meter breit, so wie es im Original mal war. Und von der Leistung her kann man sagen, wenn denn Wasser da ist in der jetzigen Form, dann im Monat so um die 1000 kW kommt schon rum. Das heißt, der eigene Strom ist schon gedeckt und das, was man in der Nacht nicht braucht, wird eingespeist. Aber Sie verdienen trotzdem noch sozusagen ein bisschen was dazu. Ja, aber es ist 80% Spaß und nur 20% Verdienst. Weil wenn Sie so eine Kilowattstunde herstellen, momentan sind es 2 kW, da brauche ich vielleicht die Hälfte selbst und die andere Hälfte geht ins Netz. Das bedeutet aber nur 10 Cent pro Stunde. Ja, also das ist natürlich vom Einspeisungsgeld nicht der Rede wert. Nun bin ich blond und über 50 und ich stelle mir gerade vor, so ein Wasserrad braucht doch eigentlich kaum eine richtige Wartung, oder? Oder müssen Sie jeden Tag mit einem Ölkännchen irgendwo hingehen? Nein, alle paar Wochen mal die Welle schmieren und das war's dann, wenn alles technisch okay ist. Wie schwer ist das Wasserrad? Gute Frage, nächste Frage. Frage. Wir hatten jetzt gerade das Thema mit dem Flößgraben, ja. Und dem Wasserabschlag in den Leinerkanal. Können wir uns das mal angucken? Ja. Dann vorweg, Sie wissen, wo es ist. Ja. Schöpfstoff, ehe wir dahinter gehen, was ist denn das jetzt hier eigentlich? Ja, ein Fundstück. Und ein historisches Fundstück. Weil als wir hier gegraben haben, um uns Platz zu schaffen für die Technik, haben wir die alte Welle gefunden von dem Wasserrad, was bis in die 60er funktioniert hat. Aber das war bloß die Hälfte, oder? Ja, ja, aber das haben wir halt als historisch empfunden. Übrigens fällt mir ein, beim Gewicht haben Sie ja vorhin gefragt, die Welle, die wir jetzt drin haben, alleine wiegt so um die 750 Kilo. Da kann ich mich erinnern. Okay. Ja, und nur noch den Rest dazu. Ja. Na gut. Dann weiter. Jetzt sind wir so fast am Grundstücksende angekommen, aber hier ist noch eine ganz, ganz wichtige Funktion, die wir haben. Ne? Weil mit diesem Wehr können wir natürlich das Wasser regulieren. Ne?
Und das haben wir, sieht man auch da schön, 2011 als allererstes gebaut. Also der Gedanke kam, ne? Fukushima, irgendwann Wasserrad, demnächst. Ne? Und das ist also eben, das war eher gebaut als das Wasserrad? Ja, natürlich, weil es kann ja nicht sein, wenn hier jetzt Wasser nach unten geht, kommt da vorne nicht an, da haben wir kein Wasserrad. Ne? Und deshalb musste das erst so weit wie möglich wieder dicht gemacht werden. Und das war, bevor sie es gebaut haben, war das, lief das sozusagen, ja, das so ein bisschen überall hier lang, aber nur nicht 100% nach vorn. Es war nicht schlimm, weil hier war ja noch kein Wasserrad. Weil das Wasser, was jetzt, wenn ich jetzt hier aufmachen würde, um vorne zum Beispiel zu warten, abzuschmieren, das fließt dann unten wieder ganz normal in den Original-Liner-Kanal. Nun ist ja das nicht nur der Wasserabscheider hier, sondern hier geht es ja richtig bergab. Ja, ne? Wollte ich gerade sagen. Nur nicht so weit gehen. Also ein richtiger Wasserfall wird es aber trotzdem nicht, oder? Doch, wenn ich hier aufmache, ist es ein Riesenwasserfall. Echt? Ja, weil der Druck ist natürlich gewaltig, der hier auf dem Wehr ist. Und wenn man das erzählen Sie das nicht weiter, sonst könnte ich noch auf die Idee kommen, Sie zu fragen, ob wir noch einen Wasserfall hier erzeugen. Aber wir lassen, glaube ich, mal einen Wasserfall weg, oder? Lassen wir mal. Also dürfen Sie das eigentlich einfach machen? Weil da kommt ja dann mehr Wasser auch in den Linerkanal, ja, oder? Nee, das passt. Das passt, ja? Das passt. Das kommt ja auch nur vor, wenn mal nur der Mann ist oder meine Wartung läuft oder, ja, ist es ja nicht oft, dass es passiert. Jetzt haben wir uns ja die ganze Wassergeschichte angeguckt und das ist jetzt wahrscheinlich der letzte Rest von der Garteneisenbahn, oder was ist das jetzt? Könnte hier man denken, ne? Aber das ist so der letzte Rest. Ja, ich erzähle die Geschichte ganz kurz. Ich versuche mich kurz zu fassen. Also was wir hier gebaut haben, und wir hatten ja junge Leute, die mitgeholfen haben, buddeln und so weiter. Und da hat man gedacht, man findet einen Schatz im Linerkanal. Okay. Und dann hat man nicht wieder aufgehört. Und am Ende des Tages war es die Lore, die man rausgezogen hat. Und wo gehört die her? Und dann haben wir die erstmal dahingestellt. Ja. Und irgendwann kam ein älterer Mann aus dem Dorf vorbei und sagte zu uns, ihr habt ja meine Lore. Und das war eine ganz einfache Geschichte, weil als die russischen Soldaten noch da waren, hier war ja das Russengelände zu Ende, da haben die Lore genommen und haben als bewegliches Ziel immer drauf geschossen. Ja? Und die Kinder aus dem Dorf haben die russischen Soldaten dann immer gefragt, dürfen wir mal mit der Lore fahren? Und dann sind die immer hoch und runter gefahren mit der Lore. Und genau diese Lore haben wir ausgebuddelt und seitdem hat die hier ihren Ort und bleibt hier auch. Herr Görlitz, jetzt haben wir einen Bogen geschlagen von 1714 über die Zeit, dass die sowjetische Armee hier oben trainiert hat, und gearbeitet hat, bis hin zum Bau des Wasserrads 2017. Ja, haben wir einen ganz schönen Zeitstrahl hinter uns. Ne? Viel Spaß mit Ihrem Wasserrad. Dankeschön. Nächste Dank.